Können Sie sich noch an Ihren Musikunterricht erinnern? Lieber Herr Pinte, hören Sie mal weg. Meiner war tendenziell eher langweilig. Für die Jungs, die wir heute zu Gast haben, gilt das nicht. The Fame aus Australien, die haben sich da nämlich kennengelernt, vor der Klasse gespielt und dann gedacht, das machen wir jetzt weiter. Und das tun sie, sind von der Plattenfirma B&G mal quasi blind eingekauft worden, haben gerade mal 3 Songs draußen. Jetzt kommt ein Mini-Album raus und wir haben das Gefühl, dieser Song darauf, das könnte ein echter Hit werden. Vier Australier kennengelernt im Musikunterricht erobern die Bühnen der Welt. The Fame heißen die Newcomer 2018. Ihre Musik irgendwo zwischen Pop-Punk und Indie-Rock. Entdeckt von einem berühmten Produzenten, leben sie seit einem Jahr ihren großen Traum. Und haben schon eine riesige Fanbase. The Fame. Jetzt im MoMA. Und hier sind 2 davon, nämlich Josh und Steven. Herzlich willkommen bei uns. Guten Morgen. Diese Geschichte im Musikunterricht auf der Highschool kennengelernt und dann um die Welt touren. Sehr gut ausgedacht, oder? No, we actually didn't make it up. It sounds wir haben das uns nicht ausgedacht. Es hört sich zu gut an, um wahr zu sein, aber ich verspreche euch, es ist so. Wir waren in derselben Musikklasse, im selben Musikunterricht, dann haben wir angefangen zusammen zu spielen. Das war klasse. Unser erster Job war ein Beatles-Medley. Das war unser Hey Jude, Yesterday zusammengespielt in der Musikklasse. Help haben wir gespielt. Das war wirklich gut für uns. Dann habt ihr festgestellt, also Beatles mögt ihr schon mal beide, aber ihr seid ja mehrere Leute und habt ihr dann gedacht, Mensch, wir finden alle die gleiche Musik toll, deswegen passen wir so gut? Well, I mean, we both had very similar interests. Wir beiden hatten ähnliche Musikinteressen, aber wir haben auch ganz unterschiedlichen Musikgeschmack. Deswegen funktioniert es vielleicht so gut, weil wir voneinander lernen und uns auch so gegenseitig weiterentwickeln. Das war super. Also, ich habe Klassik gespielt und geübt und er hat dabei Heavy Metal gehört. Ich habe aber auch Frank Sinatra gehört. Also, das war okay, breites Spektrum ist ja auch ganz gut eigentlich. Da kann man ja sich quasi austoben. Aber ein Schlagzeuger hat euch noch gefehlt und den habt ihr angeblich über YouTube gefunden? Yes, den haben wir auf YouTube gefunden. Really gesagt, keiner von uns kann wirklich Drummer sein. Also wir brauchen einen, der es besser kann als wir. Dann haben wir ein bisschen auf YouTube rumgeklickt und dann haben wir Sean gesehen und fand den super, seine Energie, seine Leidenschaft. Und gesagt, hey, komm noch zu einer Jam-Session zu uns. Haben das erste Mal uns getroffen und dann haben wir ihn sofort mitgenommen. Das war ein absolut magischer Moment. Und sag mal, dann sitzt man da zusammen, man hat eine Band gefunden, schön auf der Highschool, aber dann geht's plötzlich ab. Wie hat das bei euch funktioniert? Das kam eigentlich von einer E-Mail. Wir haben einen Producer gesehen, der hat eine E-Mail rundgeschickt, dass er Newcomer sucht. Und dann haben wir dem eine E-Mail zurückgeschickt. Und wir haben gedacht, okay, das hat sowieso keinen Zweck. Und dann haben wir einen nur so für uns geschickt. Und auf einmal kriegen wir eine Antwort. Und haben gesagt, komm nach Los Angeles, ihr könnt mit uns arbeiten. Ich bin durchs Haus gerannt, ich wollte es nicht glauben. Und dann haben wir einen Song nach dem anderen geschrieben und ihm geschickt. Bis wir dann die Chance hatten, tatsächlich nach Los Angeles zu fliegen, um zu write and record. Und das ist auf unserer EP. Aber ist es nicht Wahnsinn, dass ihr jetzt quasi wirklich diesen Traum lebt? Jetzt ihr in Deutschland seid, auf Europa-Tournee seid, im deutschen Fernsehen seid. Ist doch quasi, eigentlich ist es doch surreal, oder? It is surreal. Ja, das ist surreal. Aber letzten Endes ist doch das der Kern des Ganzen, dass wir gerne Musik spielen und gerne vor Leuten spielen. Es ist egal, wie viel da sind im Publikum und wie lange wir auf der Bühne sind. Einfach, dass wir das tun können, was wir gerne tun, ist super. Und die Fans sind absolut mit euch. Wir haben, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, noch ein Bild. Da hat eine junge Dame sich direkt mal euer Bandlogo auf den Arm tätowiert. Ihr habt das dann auch selber noch gepostet. Wie ist sowas, wenn ihr, da sieht man es, wenn ihr seht, ey, da geht jemandem unsere Musik quasi echt unter die Haut. Yeah. It's
It's amazing. It das really ist because, like, we, verrückt. Das ist unglaublich. Wir haben sowas nie erwartet, solche Reaktionen. Also natürlich ist es fantastisch, wenn die Fans so reagieren. Wir hatten vor allen Dingen auch von den britischen Fans tolle Reaktionen. Das hat uns total umgehauen. Das ist sowas Schönes, das zu sehen. Gleichzeitig haben wir, ich habe selber so ein kleines Tattoo an meinem Bein, aber das ist, wirklich absolut spezial, wenn sowas passiert. Was man gegen Heimweh machen kann auf einer Tour, sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. In einer Stunde seid ihr bei uns auf der kleinsten Fernsehbühne der Welt, im deutschen Fernsehen live. Und der Hit, der kann wirklich was. Wir haben ihn gerade gehört. Sehr gut, ich freue mich drauf. The Fame sind heute bei uns. Danke fürs Gespräch. No, thank you. Können Sie sich noch an Ihren Musikunterricht erinnern? Falls ja, wie schön wäre das, wenn man da die richtigen Leute trifft, um zu sagen, hey, wir gründen eine Band und dann funktioniert das Ganze auch noch und man wird erfolgreich. The Fame sind heute bei uns, eine australische Band, auch in England schon sehr erfolgreich und bei uns immer noch so ein bisschen unter dem Titel Geheimtipp, aber heute kommen Sie im AD Morgen Magazin ganz groß raus. Australier kennengelernt im Musikunterricht erobern die Bühnen der Welt. The Fame heißen die Newcomer 2018. Ihre Musik irgendwo zwischen Pop-Punk und Indie-Rock. The Fame, jetzt im MoMA. Genau so ist es, da sind die Jungs und das Tolle ist ja, wenn man so wie ihr plötzlich ein Jahr lang überall rumkommt, dann landet man in Deutschland. Wie ist es hier für euch? Vorher schon mal hier gewesen? No, well, we've been here once before. Wir We're haben hier schon mal gespielt, auf einer Tour, als wir mit Dangerous Summer unterwegs waren. Aber euer Land hat wirklich ein Stück in meinem Herz. Wir lieben die Architektur und die Menschen. Es ist super, hier zu sein. Müsst ihr euch aber für jedes Land merken, diese Sätze. Ne? Das, sonst läuft das mit dem Erfolg auf jeden Fall nicht. Gibt es einen Ort, wo ihr sagt, hey, das ist ein Ding, da möchten wir auf jeden Fall noch mal auftreten? Oh, I mean, honestly, like, ganz ehrlich, I would really, really love ich würde wirklich unheimlich gerne auf dem Mond spielen. Das wäre wirklich der mein Lieblingsplatz. Also in jedem anderen Land, ja, wir spielen einfach gerne Musik. Das ist unsere Leidenschaft. Vor dem Mond kommt immer das ARD Morgenmagazin und deswegen hören wir euch jetzt hier live. The Fame. Danke. One, two, three, four. Burn lips when the wind blows. Black tint on the windows. I can't see what the future holds, but I wanna know why. To the door on the dirt road. Too hot for the devil. I can't see what the future holds, but I wanna know. It's like hearts don't bleed like mine. Oh. We need is time. The summer is a curse and I can't let go. If you never try, then you never know. Broke city with a broken heart. The summer is a curse and we fall apart. Dark days and a deeper cold. If you never try, then you never know. Broke city with a broken heart. Summer is a curse and we fall apart. Leave
and I can't let go. If you never try, then you never know. Brooke said it with a broken heart. We fall apart. The Fame, irgendwann werden sie auf dem Mond spielen. Angefangen haben sie jetzt erstmal im ARD Morgenmagazin. Wir freuen uns über diesen Besuch. Viel Erfolg für euch. Dankeschön. Thank you, thank you. Thank you.